In welchen Situationen ist eine Reklamation notwendig? Wobei wir uns natürlich erstmal fragen, in welcher Situation sind wir denn jetzt hier überhaupt? Nun, hier ist ein Unternehmen. Und dieses Unternehmen empfängt eine Lieferung. Ja, das ist die Situation, die hier gemeint ist. Das ergibt sich aus dem Zusammenhang der Fragen, die ich im Moment hier behandle. So, und jetzt ist gefragt, welche spezifische Situation muss jetzt hier an dieser Stelle eintreten, die eine Reklamation notwendig macht? Nun, das sind eine ganze Reihe von Sachverhalten hier. Zunächst einmal der Lieferverzug. Das heißt, wir sind im Prinzip noch gar nicht an dieser Stelle, sondern die Ware ist noch auf dem Weg oder noch gar nicht geliefert. Sie kommt auf jeden Fall zu spät. Nicht Lieferzug, sondern Lieferverzug, wollte ich sagen und schreiben. Lieferverzug. Lieferverzug nennt man auch Späterfüllung. Die Ware wird geliefert, die Ware ist auch in Ordnung, aber sie wird eben zu spät geliefert. Dann Lieferung falscher Ware. Die Ware kommt rechtzeitig, die Ware ist völlig in Ordnung, die Stückzahl stimmt. Pardon, alles ist in Ordnung, aber es ist die falsche Ware. Ja, dann natürlich die Lieferung, ich kürze das mal ab, mangelhafter Ware. Also in dem Fall, ich kürze auch Ware mal ab, die Lieferung mangelhafter Ware. In dem Fall ist es zwar das Richtige, aber das, was geliefert wird, ist mangelhaft. Dann die Lieferung der falschen Menge. Und denkbar ist auch die Lieferung an den falschen Ort. Ja, es kann für ein Unternehmen, das etwas größer ist, einen großen Unterschied machen, ob die Ware am Werkstor 1 oder am Werkstor 3 abgegeben wird. Da können Kilometer dazwischen liegen. Ja, wenn man sich wirklich mal die praktischen Situationen anschaut in Unternehmen, also die Lieferung an den falschen Ort. So, also, was haben wir? Welche Situationen, welche Sachverhalte machen Reklamationen notwendig? Der Lieferverzug. Die Lieferung der falschen Ware, die Lieferung der mangelhaften Ware. Ja, die Ware ist zwar die richtige, aber sie ist mangelhaft. Die Lieferung der falschen Menge, in der Regel ist das dann zu wenig, und die Lieferung an den falschen Ort. Ja, das sind so die wesentlichen Situationen, die im Alltag auftreten. Ja, und jetzt könnte man natürlich noch weiter fantasieren und sagen, Unhöflichkeit des Lieferanten könnte auch. Ja, das wäre die Frage, wer liefert die Ware? Und der ist extrem unhöflich oder so etwas. Ja, oder lädt die Ware an der falschen Stelle ab. Das haben wir wieder, Lieferung an den falschen Ort. Also man kann das natürlich noch auch ausbauen hier. Aber das sind schon mal wesentliche Punkte. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.